Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der B-Note wieder, die wir jetzt aber noch nicht sehen, weil das ist auch einer dieser speziellen Aspekte beim Winners Final, dass man erst ganz zum Schluss erkennt, wer war wirklich die bessere. Entscheiden Sie selbst, denn nun kommt die zweite Natalia Lipovskaya, die bereits im Seilfinale stand. Ja, das macht den ganzen Reiz dieser Sportart, rhythmische Sportgymnastik aus, was Natalia Lipovskaya uns da gezeigt hat. Und sie macht sich hier ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, nachdem sie schon das Seilfinale gewonnen hat. Steht sie hier auch im Bandfinale. Das ist in jedem Fall der größte Erfolg ihrer Karriere bislang, denn Natalia Lipovskaya kann international eigentlich noch nichts vorweisen. Vielleicht wird ja dieses Gymnastik-Masters in Ludwigsburg der große Durchbruch für sie. Auch im Hinblick natürlich auf die Weltmeisterschaften ist das wichtig, dass man sich nochmal den Kampfrichterinnen präsentiert. Und nun stehen sie beide auf dem Podest. Und das Podest, was höher fährt, das zeigt dann die Siegerin. Und es ist... Na? Jana Bartyrshina, 19,850 Punkte hat sie bekommen für diese Finalvorführung und Natalia Lipovskaya 19,816. Sie wird aber verschmerzen können. Für den ersten Platz gibt es übrigens 2200 Mark. Das ist natürlich nicht viel im Vergleich zu Sportarten wie Fußball, Eishockey oder Hallenhandball, aber für diese Gymnastinnen schon sehr viel. Für Platz 2 gibt es immerhin noch 1700 Mark. Das heißt, wenn eine Athletin an allen vier Geräten siegreich sein sollte, geht sie mit annähernd 10.000 Mark nach Hause. Das war also dieses Bandfinale und uns interessiert natürlich, wie geht es weiter mit Magdalena Pszczeska. Dazu nun ein Interview von Regina Sauer mit der Bundestrainerin Livia Medilanski.